Das ist ein unglaubliches Gefühl. Ich meine, ich habe die ganze Jugend durchlebt bei dem Verein und also es ist unbeschreiblich eigentlich. Da träumen wir das ganze Leben davon und jetzt die Chance zu bekommen ist natürlich super. Man kennt die Umgebung, man kennt die Menschen hier und also es hat schon immer nichts Schöneres gegeben, dass man einfach den ersten Vertrag, sage ich mal, und die erste Chance hier in der Heimat bekommt. Bist du mit der U21 im letzten Jahr aufgestiegen? Allgemein, wie würdest du deine Entwicklung beschreiben in den letzten Jahren? Ja, also die Entwicklung, würde ich sagen, die ist positiv verlaufen auf jeden Fall. Mein Torwarttrainer hat mir sehr dabei geholfen und der Aufstieg war natürlich dann der krönende Abschluss von dieser Saison mit der coolen Truppe auch von der U21. Was hast du jetzt vorgenommen für die nächste Zeit? Wo willst du dich noch weiterentwickeln? Also weiterentwickeln muss ich mich auf jeden Fall noch im athletischen Bereich, was Schnelligkeit und alles betrifft. Ich würde auf jeden Fall ein moderner Torwart sein. Das Mitspielen ist ja heutzutage sehr wichtig. Und ich will mich einfach weiterentwickeln, alles mitnehmen, was es gibt und das Beste daraus machen. Boah, freust du dich jetzt besonders, wenn es dann am 25.06. losgeht? Da freue ich mich auf jeden Fall ganz besonders, weil es einfach ein neuer Lebensabschnitt ist. Und ich will auf jeden Fall jeden Tag alles dafür geben.